Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu You and Me and Her, oder wie ich es die ganze Zeit falsch sage, You, Me and Her. Und wir befinden uns in Part 3, einen Tag später als erwartet. Ich hoffe, das zu entschuldigen, aber nichtsdestotrotz wollte ich das auf jeden Fall diese Woche noch bringen. Ich habe es leider vorher nicht geschafft, ihr kennt das Spiel, ja. Aber wir steigen deswegen direkt mal weiter in die Story ein. Falls ihr euch erinnern wollt, vor zwei Wochen beim letzten Part haben wir mit Miyuki oben auf dem Dach gestanden und nochmal ein Gespräch gehabt. Aoi wollte sich mit ihr anfreunden, während Miyuki sie die ganze Zeit so ein bisschen weggepusht hat. Und dann haben wir Aoi draußen im Regen stehen sehen und sie ist dann nach Hause in ihr Manga-Café, wo wir sie hingebracht haben, und jetzt sind wir zu Hause. Das ist so die Krux aus dem letzten Part gewesen. Und ich bin sehr gespannt. Bisher ist das Ganze relativ zahm, relativ Slice of Life, Visual Novelig, wenig Psycho-Horror. Ich bin gespannt, wo die 18er-Werbung reinkommt. Vielleicht möchte ich es gar nicht. Und wo wir gerade schon bei 18 plus Visual Novels sind, als kleine Info nebenbei, es wird sehr wahrscheinlich in den nächsten 4 bis 6 Wochen Honey Pop 2 released. Der Entwickler hatte auf Twitter genau das gesagt. Und es ist in Deutschland gesperrt. Fantastisch. Ich kann es mir nicht auf die Wunschliste hauen. Ich glaube auch, dass Honey Pop 2 auch komplett nicht in Deutschland erscheinen wird, außer da kommt hintenrum so ein Loophole, weil das Game, ich habe mich jetzt so ein bisschen reingelesen, zensiert sein soll. Dazu ein bisschen mehr in der nächsten Kaffeepause, die kommt. Aber wir werden da einen Weg finden. Die Boys and Girls aus dem Discord haben da schon mega die Ideen. Ich war da mit Crystal und Black Shadow Dog am Quatschen. Der meint doch, ey, ich komme aus Österreich. Kein Ding, kriegen wir hin. Sende ich dir als Gift zu, dann geht das, weil das in Deutschland, das ist Steam und Deutschland. Du kannst es nicht kaufen, aber es kann dir jemand schenken. So, genug davon. Wir legen los. Wir sind nachts in unserem Bett und nachdem sie von zu Hause weggelaufen ist, lebt Aoi jetzt im Manga-Café. Gott mag vielleicht real sein, aber auf keinen Fall ist das der Himmel. Es muss doch einfach irgendwo da draußen ein glücklicheres Happy End für sie geben. Gott ist mit Sicherheit nicht allwissend und das Große und Ganze. Ich will auch so eine Deckenlampe mit den drei Leuchtringen. Die sind bestimmt richtig kacke auszutauschen, aber ich finde die stylisch. Gibt es irgendeine Art, wie ich hier helfen kann? Oh, ich muss mich bestimmt für eine Route entscheiden und ich weiß immer noch nicht, wen ich nehmen soll. Ich, ja, weißt du, Miyuki ist einfach so eine streunende Katze, die du einfach retten willst. Und Miyuki ist so eine richtig. Ich habe 1000 Adjektive, aber alle sind so ein bisschen falsch. Und Miyuki ist mehr so die Prinzessin, die du dir erkämpfen kannst. Und beides sind Ansätze, die einen interessanten Run machen. Und ich kann mich noch nicht entscheiden. Das ist bei euch in den Kommentaren, was ich gesehen habe, auch immer noch sehr hin und her gerissen. Aber wir tendieren alle so ein bisschen mehr in die Yaoi-Richtung. Aber mal gucken. Guten Morgen, Miyuki. Gerade auch wegen dem Scheiß. Sie hat ja nur in dem Regen gestanden, weil sie sich mit Miyuki treffen wollte. Miyuki nicht aufgetaucht ist. Das gibt keine Pluspunkte in unserem Buch, Freunde. Es ist heute ein sehr windiger Tag. Miyuki. Boah, Psychoterror mich doch nicht damit. Das ist viel zu traurig, Alter. Miyuki, willst du mein Mittagessen sehen? Es ist so fucking adorable. Diese Süßigkeit sorgt dafür, dass deine Zunge komische Farben kriegt. Boah, das könnt ihr mir jetzt nicht antun, Alter. Oh, wir haben da im letzten Part drüber gesprochen, so diese Außenseiterrolle. Und wenn dann jemand wirklich versucht, in den Circle reinzukommen, und das macht einen emotional einfach fertig. Ich habe das Gefühl, dass wir hier voll die tiefen Themen besprechen in so einem Spiel, wo vermutlich irgendwann nachher irgendeiner nackt rumläuft. Aber so krass kann es manchmal sein. Aber das reißt einem absolutes Herz raus, ganz, ganz ehrlich. Ich kann sowas nicht mit ansehen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich eine sehr extrovertierte Person mittlerweile bin. Damals war ich ganz anders. Und ich will so jemanden dann reinziehen. Ich will jemand sagen, ey, komm, mach was mit uns oder so. Und dass ich es gerade nicht kann und dass Shinichi nichts macht, macht mich ein bisschen böse. Miyuki,
willst du dieses Spiel mit mir spielen? Aber ich kann das nicht. Das macht mich. Ich kann mit traurigen Sachen nicht umgehen. Ich kann da. Ich habe oben geguckt mit Lisa. Und die, ich habe in den ersten 3 Minuten, ich habe die Geschichte bestimmt schon mal erzählt, aber ich habe in den ersten 3 Minuten mussten wir Pause machen bei dieser Geschichte mit den Großeltern, weil ich einfach nicht aufgehört habe, das Handtuch voll zu flennen. Ich kann mit sowas nicht umgehen. Das ist krass. Deswegen wollen die beiden mich, also Lizzie und Chris, lieben es, mich an traurige Anime oder an sehr melancholische Animes ranzuführen. Chris, ich weiß, dass du das siehst. Und ich weiß, dass wir Anohana gesehen haben und das immer noch auf meiner Seele lastet. Und Violet Evergarden, es sind super schöne Animes, verstehe mich nicht falsch, aber boah, weiter. Miyuki, willst du, dass wir zusammen sauber mal... Ach, hör auf damit, Alter. Miyuki, willst du zusammen nach Hause? Don't do this, man. Miyuki. Miyuki, warte. Miyuki. Don't do this to me. Miyuki. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob wir dabei sein sollen, in Anführungszeichen, dass wir es die ganze Zeit aus dem Augenwinkel sehen. Nach dem zweiten Mal habe ich schon gesagt, wir machen das zusammen, du kommst mit mir nach Hause heute, haben wir uns verstanden? Weh, du sagst nein. Auf jeden Fall, ey, grausam. Hey, Yotaro, lass uns etwas zum Mittag. Oh Gott. Ich hab mir My Immortal angeschaut von einer sehr interessanten Fanfiction-Schreiberin. Und da haben die auch mal, das ist das größte Bullshit, da haben die auch Blut, Tränen geweint. Und ich mag ihn immer weniger. Ich hab keinen Hunger. Warum? Bist du krank oder so? Es sind die Höschen. Soll ich dagegen argumentieren? Du... Hast sie gegessen? Nein! Diese Conquest-Mucke, als wenn wir gerade in eine fremdliche Nation einmarschieren. Ich habe rausgefunden, wem sie gehören. Ich verstehe. Ich will die Antwort gar nicht wissen, aber... Wem gehören sie? Es sind Ryujiros. Ah, ich weiß nicht, wer von euch beiden schlimmer ist. Warte mal, die Höschen, an denen du geschnüffelt hast. Gehören deinem Bruder? Ja. Oh. Ich meine, kann jeder machen, was er möchte, aber die Tatsache, dass er dann so... Oh, riecht nach Sack von meinem Bruder. Anscheinend hat er sie online gekauft, um sie zu tragen. Oh, das ist dann geschnüffelt, Alter. Er sagt, er crossdressed gerne. Nun ja, das ist auf jeden Fall mal was. Wie gesagt, kann jeder anziehen, was er möchte. Crossdresser, ey, bitte, wenn ihr da Bock drauf habt, macht das, wie ihr möchtet. Aber die Tatsache, dass er so voll geil drauf war und dass es einfach das getragene Höschen von seinem Bruder ist, macht die Sache so witzig, ist unfassbar. Shinichi. Ich glaube, ich habe reinge... Halt, nein, bitte beende diesen Satz nicht. Kennt ihr diese geile Katze? Meine Träume sind tot. Das wird schon okay, Captain. Ich weiß, du wirst bald einen neuen Traum finden. Und jetzt... Lasse ich dich. Und jetzt lasse ich dich deiner Trauer. Also dem Mourning halt, ne? Ich will das deutsche Wort gerade nicht ein, wenn jemand gestorben ist, dann betrauerst du auch seinen Tod. Aber ich will das richtige Wort dafür nicht ein, ey. Danke, Shinichi. Danke.
Yotaro nickt mit Tränen in den Augen. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Ich denke, ich klopfe ihm einfach mal auf die Schulter. Du hättest ihm einfach deine Höschen auch noch anbieten sollen. Als ich zurück von der Cafeteria mit meinem Sandwich gekommen bin, habe ich überlegt, ob ich in den Klassenraum gehen sollte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also in diesen Klassenraum schätze ich mal, wo die den Club haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von uns Bock drauf hat, da in Stille zusammen zu sitzen. Anstattdessen bin ich zu meinem Lieblingsort gegangen. Auf dem Dach, wo gefühlt 90% der Romance in dieser Visual Novel passiert. Es ist das magische Dach. Was soll ich sagen? Da passiert es einfach. Ja, natürlich. Hä? Die Tür ist bereits aufgeschlossen. Es ist so perfekt ruhig hier oben auf dem Dach. Und wenn es regnet, gehen alle Stühle da hinten kaputt. Aber es ist schön ruhig. Keine Menschenseele ist hier. Und sie ist vermutlich komplett alleine. You're a lost cause. Genau wie ich es mir gedacht habe. Ich drehe mich um und sehe, dass Aoi wieder still auf dem Dach der Treppen steht. Ihre Augen sind auf den weitesten Punkt im Himmel fixiert. Irgendetwas Formloses und Unspürbares. Also imperceptive ist eigentlich nicht wahrnehmbar. Aber unwahrnehmbar klingt irgendwie weird. Vielleicht guckt sie auch einfach gar nichts an. Es ist ein heller und sonniger Tag. Als ich in den klaren, blauen Herbsthimmel gucke, frage ich mich, ob Gott ihr vielleicht dieses Mal auf ihr Telefon antwortet. Ja, vermutlich nicht. Ich komme da hoch, okay? Ja, Mann, zeig ihr mal ein bisschen Liebe. Das ist ein geiler Ausblick, ey. Was war nochmal? Was war das nochmal? War da bestimmt Leertaste, genau. Das sieht geil aus, ey. Da hat wieder irgendein Artist sich richtig Mühe gegeben. Ich liebe so riesen Landscapes und so. Ich bin halt ein Stadtkind, was soll ich sagen? Ich finde das mega geil, auch wenn es jetzt nicht so krass City ist, wie zum Beispiel Köln. Da hättest du keine Grasflächen mehr, außer in 2-3 Parks. Aber ich liebe so... Ist das eine Kleinstadt, eine Stadt? Ich bin halt Köln gewohnt. Ich würde sagen, das ist eine Stadt. Ende. Wow. Oh Mann, das ist krass. Es ist so verrückt, wie viel Unterschied ein paar Extrameter machen können. Hier oben werde ich mit einem perfekten, unabgedeckten 360-Grad-Blick auf die ganze Stadt begrüßt. Also unblockierten, nicht unabgedeckten. Boah, das nenne ich mal eine Aussicht. Oh, der ist so cute. Cutie. Ich weiß gar nicht, meine Maus sieht sonst nicht so echt komisch aus. Cutie. Natürlich. Aoi nimmt ihre Augen nicht von dem Himmel weg. Auch nicht für einen einzigen Moment. Das hier ist mein besonderer Ort. Ein geheimer Ort. Boah, Apex. Keine Ahnung, Alter. Ich muss das jetzt wissen. Gibt doch Apex Legends. Jetzt lernen wir, was Apex Legends sind. Ich weiß das nämlich nicht, aber ich habe meinen trusty Übersetzer dabei. Apex, ich will keine Werbung für Apex Legends. Seid ihr wahr? Apex Medizin, ey. Gipfel. Höhepunkt. Ich verstehe. Der Höhepunkt der Legenden. Das ist was ihr mal beim nächsten Treffen sagen könnt, wenn man sich überhaupt noch treffen darf. Ein geheimer Ort auf dem Gipfel eines verbotenen Landes. Ja, ich verstehe, warum Aoi sich so fühlt. Hast du schon Lunch gegessen? Ja. Neben ihr ist eine Plastiktüte mit Müll. Ich kann ganz leicht etwas Süßes daraus riechen, wie Kuchen oder Marmelade. Du solltest echt dir mal einen besseren Fressplan zulegen. Du solltest echt gesünder essen. Oder besser. Besser? Weißt du, irgendwas, um die Inhaltsstoffe auszubalancieren. Ist das hier balanciert? Aoi zeigt auf die Tasche mit meinem Lunch.
Alles davon ist komplett kalorienbeladen mit Kohlenhydraten. Von dem Yakisoba-Sandwich bis zu den Kroketten oder den Currybrötchen. Das Ding mit meinem Mittagessen ist, ich habe einen von diesen Bad Boys. Hä? Ich setze eine kleine Metallschale vor mich hin. Keine ist eigentlich so eine Dose, genau. Jabalace. Süß, könnte auch so ein Pokémon sein, ey. Jabalace, Orange, nein, Tomatensaft. Trinkt irgendeiner von euch, ich will das nicht, aber ich kenne keiner Sau, die Tomatensaft trinkt. Und ich will das mal wissen, ist das lecker? Ich traue mich da nicht dran. Ich denke mir, das ist so, das fühlt sich für mich so an, wie einfach nur zu gleichen Teilen passierte Tomaten und Wasser gemischt. Und ich kann mir das nicht lecker vorstellen. Wenn irgendeiner von euch gerne Tomatensaft trinkt, bitte sagt mir warum. Ich bin hart neugierig. So kriege ich auch etwas Gesundes in mich rein. Problem gelöst. Sie starrt die Dose an, als wäre es ein Artefakt von Area 51. Ah, da, warte. Das kann ich nachmachen. Un momento, por favor. Dieser Nicht-Tomatensaft schmeckt echt gut. Oh. Ist es lecker? Yep. Und du kriegst nichts ab. So toll ist er eigentlich gar nicht. Um ehrlich zu sein, bin ich kein Riesenfan von Tomatensaft. Ich habe nur aus Versehen den falschen Knopf am Automaten gedrückt. Willst du es mal versuchen? Ich habe mich schon gefragt, ob der das überhaupt mal anbietet, ey. Ist das okay? Na klar. Wenn es ein Mehl, kann sie die ganze Dose haben. Glück, glück, glück. Sie fängt an zu trinken. Ich glaube, sie nimmt sich auch die ganze Dose. Und trinkt und trinkt und trinkt. Du hast die Dose weggeext. Ist das schlimm? Nein, nein, ich bin nicht böse oder so. Wäre es jetzt eine geile Cola oder so, wäre das was anderes. Magst du's? Im Japanischen hat sie gesagt, ich mag's. Aber das Job akzeptiere ich auch. Melonenbrötchen. Es ist wie Curry oder Taiyaki oder Melonenbrötchen. Irgendwo so dazwischen. Ich verstehe zwar nicht den Vergleich, wie alle nicht, aber okay. Freut mich, dass du es magst. War das ein indirekter Kuss? Selbst abends, zu einer sehr späten Stunde, ist man nicht davor geweiht, angerufen zu werden. Fuck my life. Immer wenn ich gerade am Aufnehmen bin, Mann. Okay, let's go weiter. War das ein indirekter Kuss? Versuchst du gerade Aiois Routenflagge zu triggern? Okay, jetzt hast du es ruiniert. Ich darf mich einfach nicht kratzen in meinen LPs, tut mir leid. Du liebst Videospiele wirklich, ha? Diese ganze Welt ist ein Spiel. Aiois Meinung hat nichts damit zu tun. Richtig, richtig. Miyuki hasst die Idee, irgendjemanden... Ah, genau. Miyuki. Das ist ja nicht Miyuki, das ist Aioi, die kleine Süße. Miyuki hasst die Idee, dass irgendjemand diese Welt wie ein Spiel behandelt. Aber Aioi denkt, es sind ein und dieselbe. Es ist nur natürlich, dass die beiden sich einfach nicht verstehen. Und hier bin ich. Versuche die irgendwie zusammenzukriegen. Als Freunde. Tut mir leid, Aioi. Ich bin derjenige, der dir gesagt hat, dass du dich mit ihr anfreunden sollst. Und jetzt ist es meine Schuld, dass du verletzt wurdest. Wieso geht die Musik gerade weg? I don't like where this is going. Aioi wurde verletzt? Aioi neigt ihren Kopf. Was ist verletzt? Nun ja, es fühlt sich nicht gut an, wenn Miyuki dich die ganze Zeit wegdrückt, oder? Weiß ich nicht. Aioi hat ein Save-File, okay?
Ich hab wieder Bock, in den Videospiel-Files rumzufummeln, aber ich weiß, dass das. Das habe ich mir extra noch von Matze sagen lassen. Ich weiß, dass es bei diesem Spiel nicht der Fall ist, weil ansonsten hätte ich nämlich permanent immer irgendwie so in dem Ordner rumgefummelt, aber das muss ich hier, Gott sei Dank, nicht tun, auch wenn ich es bei Doki Doki ganz interessant fand. Aioi, jeder Fehler kann zurückgesetzt werden. Aioi kann sich selber einfach so oft, wie es sein muss, zurückladen. Das war's schon. Richtig? Bin mir nicht sicher, was ich hier sagen soll. Scheint, als hätte sie keinen Schmerz aushalten müssen. Sie hat ihn gar nicht erst gefühlt. Sie sagt sich selber, dass sie ihre Fehler fixen kann, indem sie es einfach neu startet. Und damit sorgt sie dafür, dass sie denkt, dass sie von der harschen Realität ihrer Aktionen weglaufen kann. So dass sie es einfach selber vergessen kann. Sie hat es vermutlich nie selber kritisch durchdacht. Falsch. Das ist doch keine Art zu leben. Einfach so zu sagen, ja, ich weiß, also, er denkt ja, es ist kein Spiel. Für sie ist das ja so, ja, ich lade einfach. Wir wissen damit, was gemeint ist. Aber für ihn ist das so, dass sie quasi einfach den Nullschalter drückt. Kannst du mal weggehen? Alter. Also wenn ich so ein langes Nasen halte, dabei ist es einfach hier unten. Und dann so, ja, ich chill jetzt mal hier. Ich will Frontrow-VIP-Platz haben zum LPE hier. Das habt ihr schon. Und für ihn ist das so, dass sie einfach sagt, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ich erinnere mich jetzt einfach an nichts mehr und mach weiter, als wenn nichts passiert wäre. Und das sieht halt jetzt gerade als falsch. Das ist doch keine Art zu leben. Sie braucht Stabilität in ihrem Leben. Und sie braucht Freunde. Da sind wir uns endlich mal einig. Shinichi. Egal, Zeit zum Essen. Omnom. Als ich ein bisschen von meiner Krokette abbeiße, mache ich meine Entscheidung. Habt ihr schon mal Kroketten kalt gegessen? Das ist nicht so toll. Außer die meinen was anderes mit Krokett. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie was anderes meinen. Diese Nacht, nachdem die Sonne untergegangen ist, verlasse ich mein Haus. Oh, gehen wir einfach zum Manga-Café? Der Wind pfeift durch mein Haar, als ich am Fluss entlang gehe. Dilapidated? Was? Das soll bestimmt heruntergekommen heißen, aber hat irgendeiner von euch schon mal das Wort dilapidated gehört? Ja, ich guck's nach. Ist ja okay, Moment. Ich will es ja auch wissen. Das heißt bestimmt heruntergekommen. Jetzt wissen wir vor allen Dingen auch, was Apex heißt, ne? Heute ist Englisch Kurse fortgeschritten, ne? Dilapidated. Baufällig. Habe ich mir fast gedacht. Sag dann einfach shit fucking Indocage. Irgendwann komme ich an dem alten, baufälligen Schlagcage, also hier für Baseballschläge und so. Ich höre das scharfe Krachen eines Schlägers von innen rumechoen. Will er zu Miyuki gehen und sagen, freundet euch jetzt an, ob du das willst oder nicht. Der Sound ist sehr, sehr unregelmäßig. Wie erwartet, gibt's nur eine einzige Kundin hier. Ihre Form ist so wunderschön. Es nimmt einen direkt in. Es nimmt jeden in den Bann, der sie sieht. Auch die Leute fürs Thumbnail. Okay, wir haben ein neues Thumbnail, meine Freunde. Davon ausgeht, dass sie nicht davon abgelenkt sind, wie ihr Rock die ganze Zeit im Wind rumflattert. Ja, das ist ein bisschen risky, aber es ist auch ein schönes Thumbnail. Muss man jetzt einfach mal neidlos zugestehen, Freunde. Ich mache das übrigens auch ein bisschen, dann könnt ihr euch Screenshots machen. Für diejenigen, ich lade 1080 hoch, also wenn ihr ne, wollt, dann ist das eure Chance, Screenshots zu machen. Wechsel doch zumindest erstmal deine Schuluniform, ha? Huh? Ich übe für die Generalprobe oder so. Was auch immer Rehearsal im Baseball sein soll. Ich dachte, die meine Theater-AG. Ah, okay, es ist also wirklich für die Theater-AG und die machen irgendein Softball-Stück. Das ist voll spannend, Alter. Ich soll Softball in meiner Schuluniform spielen. Was für ein Stück soll das denn bitte sein? Ich würde darauf eine schnippische Antwort geben, aber die Ästhetik ihres Schwungs sorgt dafür, dass ich sprachlos bin. Es ist so einnehmend. Willst du auch mal? Nee, danke, ich passe.
Du hast das mal geliebt, weißt du noch? Ja, das ist schon so eine Million Jahre her. Wohl eher nicht. Was auch immer, ich bin nicht hier, um zu spielen. Ich muss mit dir reden. Über Muko-san, richtig? Woher weißt du das? Weil du über nichts anderes redest, Tag ein, Tag aus. Es ist dir komplett ins Gesicht geschrieben. Du wirst mir sagen, dass ich mich mit dir anfreunden soll. Sie ist auf jeden Fall schlauer als wir. Wie sonst auch, sieht sie direkt durch mich durch. Naja, jetzt brauche ich auch nicht mehr mir irgendwas ausdenken. Ich sollte einfach ehrlich mit dir darüber sein, wie ich mich fühle. Bitte, Miyuki. Aoi braucht einen Freund. Bitte verbring doch einfach nur ein bisschen Zeit mit ihr. Oh shit! Nein! Stimmt, wir haben sie beim Vornamen genannt. Das ist ja in Japan nochmal so eine krasse... Nein! Fucking hell! Seit wann nennst du sie eigentlich bei ihrem Vornamen? Naja, ich nenne dich auch bei deinem Vornamen, also jetzt brauchst du nicht gleich so hier, ne? Sei mal nicht so zickig. Tödlich, das hat er versagt, sowas bloß nicht. Ich muss leider ablehnen. Ich kann mit ihr auf keinen Fall befreundet sein. Bist du immer noch wegen der Erpressungssache so sauer? Nein. Sie hat mit dir super viel geredet seit dem letzten Mal, oder? Das ist echt nervig. Aber sie versucht's wenigstens. That's true. That's also true. Aber sie hält nicht mal an und denkt drüber nach, wie ich mich dabei fühle. Vielleicht, wenn du ihr Freund wärst, könntest du ihr beibringen. Sei einfach leise. Ihre Stimme hallt durch das ganze Gebäude. Denkst du, für mich ist das einfach? Das Ding damit, beliebt zu sein, ist, dass Leute es lieben, mit dir zu reden. Weißt, love to talk. Ah, das Ding da, nicht das Schwierige, aber weißt du, dass es auch schwierig sein kann, beliebt zu sein und dass die Leute lieben, über dich zu reden? Weißt du, wie viele Leute mich hassen? Ich war noch nie so extrovertiert und so super sozial. Ich muss hart daran arbeiten, in diese Schule zu passen. Du müsstest das von allen am besten verstehen. Oh, komm schon, ihr könnt doch jetzt nicht beide Lonely Girls sein. Vor allen Dingen macht das Miyuki nur noch ein bisschen pluspunktiger, weil sie daran arbeitet. Die Frage ist, ob Aioli das überhaupt möchte, slash Ralt, slash den Plan überhaupt hat. Aber sie hat super hart anscheinend, wir werden es da gleich rausfinden, gekämpft, um da rauszukommen. Ich erinnere mich daran, als wir jünger waren. Damals haben ihre natürlichen Talente sie von allen anderen abgeschottet. Sie hat rausgestochen wie ein bunter Hund. Also ja, sie ist nicht die Bienenkönigin geworden durch reinen Zufall. Und dann kommt einfach Muko, die sagt, dass die Welt ein Spiel ist und die super viel Spaß in ihrer kleinen Weglauffantasie hat. Der einzige Grund, warum sie keine Freunde machen kann, ist, weil sie keine Freunde haben will. Und sie wollte es halt, aber hat es in der Vergangenheit anscheinend nie gekriegt. Es tut mir leid. Ich hätte nicht einfach so Schlussfolgerungen über dich ziehen dürfen. Miyuki atmet tief ein, als wenn sie sich beruhigen müsste. Ich auch. Es tut mir leid, dass ich dich so angeschrien habe. Nein, ich meine es wirklich. Es ist meine Schuld. Und das gibt einfach Character-Background. Und so langsam lernen wir beide Charaktere kennen. Und Miyuki war mehr der zwei... Also, Miyuki war ein bisschen zweidimensionaler als Aoi, muss ich sagen. Und die Tatsache, dass sie jetzt ihre Background-Geschichte so ein bisschen mehr hat, dass sie damals auch keine Freunde hatte und hart daran gearbeitet hat. Es sind theoretisch zwei verschiedene Grundpunkte und beide sind in komplett andere Richtung gelaufen. Und es ist beides super schwierig.
es ist eine super verkruxte Sache, wie man eine Geschichte mit nur zwei Leuten und halt uns, ne, als Protagonisten aufziehen kann. Es ist super interessant. Haben sie echt Mühe gegeben bisher, muss ich sagen. Ich habe nicht genau realisiert, warum Miyuki Aoi für diese Realität mit Videogames weggestoßen hat. Aber Miyuki hat hart an sich gearbeitet, um sich zu ändern. Sie ist traurig, miserable ist eigentlich, dass sie sich richtig kacke fühlt. Und ist gezwungen, die ganze Zeit vor ihren Freunden zu schauspielern. Es ist also natürlich, dass Aoi sie wütend macht, wenn Aoi sämtliche persönlichen, nicht Verpflichtungen, aber Responsibilities, Pflichten von sich wegdrückt. Und indem sie ihre Fehler einfach runterspielt. Verständlich. Es ist einfach nur, weißt du, das Ding ist, ich beschwöre die letzten Fünkchen meines Mutes und schaue Miyuki in die Augen. Und das ist genau der Grund, warum ich glaube, dass sie uns beide braucht, weißt du? Sie sorgt nur dafür, dass ihr Leben vor die Hunde geht, wenn sie weiterhin davon überzeugt bleibt, dass sie ihre Fehler einfach unter den Teppich kehren kann. Aber vielleicht, wenn wir für sie da sind, kann sie anfangen, das Leben ein bisschen ernster zu sehen. Vielleicht braucht sie einfach nur einen kleinen Schubser. Darum will ich, dass du ihr hilfst, den ersten Schritt zu gehen. Du hast dich kein bisschen verändert. Wo kam das denn jetzt her? Okay, ich gebe auf. Miyukis Ausdruck sagt mir, dass sie sich mit ihrem Schicksal abgefunden hat. Du hast einen verständlichen Punkt gemacht. Also, ich denke, ich helfe dir mal. Wirklich? Scheiß die Wand an, danke. Aber lass mich das hier sagen. Für den Bruchteil einer Sekunde schaut Miyuki weg. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie damit recht hat. Es wirkt nicht so. Aber wer weiß. Ich glaube, dass sie ein Motiv dafür hat. Ja. Aoi will nicht einfach nur sich mit uns anfreunden. Ihr Ziel ist total offensichtlich. Sie will das fünfte Rad am Wagen sein, was Miyuki und mich zusammenbringt. Ich persönlich möchte eigentlich gar nicht näher an Miyuki ran. Das verletzt uns nur beide, ich weiß es. Aber alles, was ich will, ist, dass sie mal auf den Geschmack kommt, was es ist, einmal richtige Freunde zu haben. Und das ist alles für sie, richtig? Aus irgendeinem Grund scheint Miyuki ein bisschen traurig zu sein. Aber das stelle ich mir vermutlich nur vor. Dann werde ich mein Bestes geben. Das würde mir echt viel bedeuten. Aber im Austausch wirst du mir auch bei etwas helfen? Miyuki nimmt sich den Baseballschläger, der an der Wand gelehnt hat. Diese Baseball-Fähigkeiten haben dafür gesorgt, dass ich die Hauptrolle in der baldigen Performance bekommen habe. Und es kommen auch schon Schüler, die die Highschool schon abgeschlossen haben und schauen sich das alles an und so. Das könnte mein großer Durchbruch sein. Wow. Bist du nicht ein bisschen glücklich für mich? Natürlich, ich drück dir die Daumen, dass alles klappt. Nun ja, je mehr Distanz zwischen uns, desto besser. Ich setze alles in, was ich hoffte, ein überzeugendes Lächeln. Weißt du, genau deswegen kann ich einfach nicht zulassen, dass ich mich selber auf der Bühne zum Idioten mache. Ja, na klar. Ich kann nicht zulassen, dass ich irgendwas Peinliches mache. Mhm. Ich kann
nicht zulassen, mich selbst zu entehren. Okay, ich hab's verstanden. Und? Woher braucht sie denn jetzt unsere Hilfe? Hallo, ist jemand da? Egal. Warte, was? Ich hab meine Meinung geändert. Oh mein Gott, ich bin Zunderer. Worüber? Ich glaube, dass wir einfach weg wollen, wenn wir Angst haben, dass wir ihr wehtun, aber sie uns einfach will und einfach ihr Herz möchte das. Und dann kommt ihr Kopf so dazwischen und sagt, nein, machen wir heute nicht auf die Karte. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, das machen wir nicht. Nein, mir ist gerade nur selber was eingefallen. Nach dem allen lässt du mich so hängen? Ha, leb damit. Dir macht's wirklich Spaß, mich so rumzuschubsen, oder? Nein, es ist nur... Das ist mein Problem. Und ich muss mich darum kümmern. Und da kommt schon wieder diese Sache. Mach doch nicht diesen, Girl! Wenn ich endlich die Chance habe, mit dir alleine zu sprechen, dann fangen ihre schlechten Angewohnheiten an, aus den Löchern hervorzukriechen. Da stand Woodwork. Ich habe Löcher genommen. Seid nicht gemein zu mir. Bist du sicher, dass du alles unter Kontrolle hast? Ja. Miyuki zeigt mir einen entschlossenen Blick und ich lasse ein Seufzen raus. Nun ja, ich weiß, du bist kein Kind mehr und so, aber du bist auch manchmal eine, die sich viel zu viel auf den Teller häuft, wenn du weißt, was ich meine. Was? Du haust viel zu viel Aufwand in diesen kleinen Klassenzimmer-Act rein, weißt du? Also wenn sie reinkommt und die ganzen Mädchen sie rumkommen, also, du bist voll die Cool, und sie so, ja, ich weiß. Es ist, als wenn du eine gespaltene Persönlichkeit hättest. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich das irgendwann noch umbringt. Nein, das stimmt gar nicht. Doch, das stimmt. Nein, das stimmt nicht. Doch. Ist so. Nein. Doch. Die Anspannung bricht und Miyuki fängt an zu lachen. Gott, fühlt sich an wie in den alten Zeiten, oder? Ja, weiß ich nicht. Tut das? Am Ende des Tages kann ich unsere gemeinsame Vergangenheit nicht auslöschen. Nun ja, falls du mich jemals brauchst, weißt du, wo du mich finden kannst. Ich freue mich zu helfen. Ist nicht so, als wenn ich irgendwo, wenn ich irgendwas anderes am Laufen hätte gerade. Also, ne? Loser. Sei leise, möchte gern. Miyuki nimmt sich ihren Schläger und schmeißt eine weitere Münze in die Maschine. Danke. Sie ist immer noch, sie behält ihren mir zugedrehten Rücken die ganze Zeit so, während sie mit mir redet. Und dann geht sie in die Schlagbox. Da ist nur irgendwas an dir, was mich wirklich an dich glauben lässt. Ach, der Baseball. Ich dachte gerade, der Baseballschläger. Die hat jetzt den Schläger lang geschmissen. Der Baseball schießt in den Nachthimmel und verschwindet aus unserer Sicht. Und für den kürzesten aller Momente fühlt es sich so an, als wenn der Ball durch das Stoffnetz des Universums geht. Dahin, was dahinter liegt. Du kannst doch nicht erwarten, dass ich spontan Philosophie übersetze. Das kann ich nicht machen. Das funktioniert nicht. Dafür bin ich kacke, nicht kacke. Ich bin zu kacke oder nicht gut genug. Sucht euch aus. Oh Gott, Alter. Ich habe jetzt eine Gehaltserhöhung bekommen und werde im Rahmen aufsteigen. Ich schnüffel jetzt die Höschen von meinem Papa. Ich muss mit dir über meine Träume reden. Yuta beschmeißt mich damit genau in der Sekunde, in der ich die Tür betrete. Was? Ich dachte, deine Träume sind gestorben oder so. Der Moment, in dem ein Mann sich darüber Sorgen macht, dass sein Traum tot ist. Das ist, wenn du weißt, dass es wirklich um das Wahre geht. Ich werde dann mal dein Wort dafür nehmen. Schau in dein Herz. Nee, also was los?
Nee. Es ist wegen des Traums, den ich draußen gefunden habe. Du meinst das blau gestreifte Höschen deines Bruders, ja. Ich hatte eine ganze Konversation mit Ryoji dann danach und es stellt sich heraus, er ist ein Crossplayer, was auch immer das heißt. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Terminus vertraut seid. Cosplay kennt ihr ja mit Sicherheit. Und Crossplay ist nichts anderes, als wenn ein Mann eine Frau cosplayt und andersrum. Nicht im Genderband-Stil. Das ist, wenn eine Frau zum Beispiel von Yotaro eine weibliche Version machen würde. Das ist Genderband. Aber wie gesagt, Crossplay ist, wenn er jetzt zum Beispiel Miyuki cosplayen würde. Das ist Genderband. Das ist Crossplay. Also mag er es, in Frauenklamotten zu cosplayen. Das ist ein bisschen was anderes. Ja, anscheinend nennt man das Otokonoko oder Femboy. Something like that. Femboy, da geht's aber nicht zwingend um Cosplay, sondern um Outfits. Wenn du cosplayst du einen gewissen Charakter. Ein Femboy steht, glaube ich, eher darauf, einfach nur allgemein Frauenklamotten zu tragen. Wenn, keine Ahnung, oder? Ich weiß es nicht. Machen wir mal weiter. Ja, richtig. Ich nehme jetzt einfach mal dein Wort dafür. Schau in dein Herz. Jetzt mal ehrlich, ich verstehe es einfach nicht. Was soll ich tun? Tun? Worüber? Ich habe Yuta noch nie so bestürzt wegen einer Sache gesehen. Also so konfliktet, ne? Konflikt in ihm drinne. Ich weiß nicht, wie das heißt. So konfliktbasiert in seinem Körper. Ich lasse ein Seufzen raus. Was ist es denn, was du tun möchtest? Er hat einen Job als Magazinmodel und er macht den Look echt gut. Aber er ist nicht wirklich sexy, sondern eher süß. Es ist nur komisch, weißt du? Denkst du nicht? Ich meine, es ist echt ungewöhnlich. Hey, ich will seine Lebensentscheidungen unterstützen und so, aber ich will auch einfach wach bleiben. Also mit woke meinen die sowas wie, ich will nicht sagen, oh, das verurteile ich. Nur Frauen und Männer dürfen zusammen sein, die müssen auch so kleiden. Mit woke heißt das so ein bisschen, dass du auch andere Sachen akzeptierst. Das meine ich mit woke. Ich wusste nur nicht, wie ich das jetzt so in die Worte übersetzen soll. Aber wenn es deine Familie ist, weißt du, ist das schon hart, das direkt zu akzeptieren. Mann, ich fühle mich so dumm. Ich verstehe nicht eine Sache über ihn. Yuta hadert damit, die richtigen Worte zu finden. Bevor ihr fragt, ja, er war schon immer so intensiv. So ist er einfach. Ich würde mir die Haare deswegen nicht ausreißen. Wenn ich du wäre, weißt du? Er hat das Ganze jetzt für 10 Jahre für sich behalten, richtig? Du hattest vielleicht einen Tag. Natürlich wirst du das nicht direkt verstehen. Und das ist absolut korrekt. Das finde ich auch, ist die richtige Einstellung. Genauso, wenn du zum Beispiel als Elternteil rausfindest, dass einer deiner Kinder, was weiß ich, schwul ist oder gerne Frau sein möchte oder so. Ey, natürlich ist das eine Sache, du hast dieses Kind großgezogen und auf einmal ändert sich stark was. Manches kündigt sich vielleicht vorher an. Aber natürlich ist es schwierig, dann zu sagen, oh, okay, jetzt ändert sich krass was. Aber ich finde, man sollte es unterstützen und sagen, ey, ich werde mich dran gewöhnen. Mach, was du für richtig hältst und was dich glücklich macht. Und Ende. Wir haben heute viele moralische Diskussionen, wie ich gerade sehe. Es ist echt krass. Um es mal anders auszudrücken. Du brauchst einfach nur ein bisschen Zeit, um dich dran zu gewöhnen. Das denkst du? Ohayo. Guten Morgen. Miyuki. Ohayo. Guten Morgen, Miyuki. Schönes Wetter heute. Amamoku, Sonhe-san gibt dir noch nicht mal Aufmerksamkeit. Das ist so langsam echt schwierig mit anzusehen. Das weißt du nicht. Heute könnte es anders sein. inwiefern anders? Alles feels so good, dude. Oh, das feels so good. Sag mal, Muko,
Hast du deine Mathe-Hausaufgaben fertig gemacht? Mathe-Hausaufgaben? Ja, vom Matheunterricht. Noch nicht. Das wärmt unsere Herzen, Freunde. Das wärmt unsere Herzen. Also meins auf jeden Fall. Ich wette, bei euch ist das auch so. Außer ihr könnt einen von beiden nicht leiden. Dann bitte schreibt mal unten rein, warum. Weil mein Herz wärmt das einfach nur gerade. Falls du nicht du bist nicht beschäftigt während der Mittagspause, richtig? Wieso machen wir es da nicht zusammen? Boah, die Augen, Alter. Das ist das erste Mal, dass ich diese Augen so sehe. Holy shit, ey. Lass mal gerade ganz kurz ein bisschen speichern. Den Ausdruck möchte ich im Kopf behalten. Thank you very much. Aoi bleibt so angefroren auf ihrem Platz stehen, als wenn die Zeit selber eingefroren wäre. Ja oder nein? Das ist so cute. Oh, ich hab verstanden. Lass es uns tun. Bitte. Bitte hilf mir zum Lernen. Nur für deine Information. Ich werde dich nicht meine Antworten kopieren lassen. Okay. Und mit diesem Mal, auf einmal, hat sich die Stimmung des gesamten Klassenzimmers geändert. Und bis dahin bin ich immer noch gegen mein Mikro. Dieses scheiß Kabel geht einfach so weit runter, dass ich gefühlt einmal so ein Limbo machen muss, wenn ich meine Hand hier hochziehen will. Einfach nur, um mich zu kratzen. Bis gerade hat Miyuki Aoi immer links liegen lassen. Und die ganze Klasse hat das ähnlich gemacht. Aber jetzt, da Miyuki ihren Ton geändert hat, wird das die Klasse womöglich auch tun. Was ist los? Willst du jetzt auch crossdressen? Ich meine, gönn dir. Das ist es. Die Antwort war direkt vor mir. Was ist los, Yotaro? Leute können sich verstehen, solange sie es einfach nur versuchen. Ist das nicht richtig, Shinichi? Ja, ja, sicher. Das ist eine Art, die Sache anzuschauen, denke ich. Haben wir das nicht gerade gesagt? Ich denke, ich gebe jetzt 110%. Matze, warum wolltest du eigentlich nicht, dass ich ihn Matze nenne? Also, es passt ja wie Faust auf, so ein Scherz. Hier wird es was dafür. Liebe raus, Bruder. Falls ich jemals verstehen will, wie sich Ryuji fühlt, dann heißt das, dass ich auch anfangen sollte zu kochen. Ja, viel Glück damit. Stell mal vor, wird jetzt auch eine Waifu. Okay, stellen wir uns nicht vor, bitte. I don't want to. Bitte. Während der Mittagspause. Stimmt, bin ich jetzt allein oder sind die zu dritt jetzt da? Es ist schön und warm draußen. Ich habe zugestimmt, dir bei deinen Hausaufgaben zu helfen. Nicht mehr. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir zusammen Mittag essen. Komm schon, sei nicht so. Und hier sind wir. Auf dem Dach mit unserem Essen. Wie sollen wir denn jemals hier oben lernen? Würdest du es lieber im Klassenzimmer machen? Mit mir und ihr? Vor allen anderen? Miyuki zieht schon genug Aufmerksamkeit auf sich, indem sie nur mit Aoi interagiert. Genau in der Sekunde, wo man mich noch in diese Mischung reinschmeißt, werden die Gerüchte bis morgen früh die ganze Schule erreicht haben. Ich mag sie oben nicht. Erinnert sich daran, wie du deine Fake-Liebe mir gestanden hast? Aha. Oh, Leute, die austeilen können und dann, wenn die einstecken, so selber. Oh, das ist auch so cute. Wieso seid ihr alle so putzig, ey? Vergiss, dass das jemals passiert ist. Ich hab das gemacht, weil Muko, sie ist so komisch. Warte, wo ist sie? Da hinten.
Aoi steht wieder auf dem Dach über den Treppen und ihr Blick ist dem Horizont hingerichtet. Was macht sie da? Vielleicht solltest du mal hochgehen und es selber rausfinden. Smoke will rise and fools will climb, as they say. Okay, ich glaube, das ist ein Sprichwort, was für mich sowas heißt wie, nur weil es ein bisschen interessant ist, heißt nicht, dass man es machen muss. Nach dem Motto, Smoke ist da, aber es sind noch keine Flammen da und trotzdem steigen die schon alle über die Mauer. Also das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. So überalte Handlungen, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich liege vermutlich maximal falsch. Also wenn irgendeiner von euch eine Ahnung hat, ich bin sehr gespannt davon zu hören. Aber nun hör auf mit den Phrasen. Komm schon. Miyuki streckt etwas widerspenstisch die Hand nach der ersten Stufe der Leiter aus. Denk gar nicht daran, hochzugucken, sonst muss Andi zensieren. Mach ich nicht. Ich habe meine Augen die ganze Zeit weggedreht, als ich hier folge. Das wäre ein Thumbnail gewesen, für das ich wieder eine Warnung kriege. Als sie die Spitze erreicht, raubt der Blick Miyuki sofort den Atem. Ich kann das ihr nicht vorwerfen. Es ist nicht so. Es ist noch nicht mal das erste Mal, dass ich das sehe. Und trotzdem raubt es mir auch den Atem. Ziemlich cool, hä? Das ist so anders als alles, was ich hier gesehen habe. Das ist ein besonderer Ort. Es tut mir leid. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich mich über dich lustig gemacht habe. Hä? Wann war das? Klassische Aoi. Aoi ist hungrig. Zeit zum Essen. Gute Idee. Das ist ganz klar keine Zeit, um in Gedanken zu schwelgen. Wir fangen alle an, unsere Essen auszupacken. Essenszeit. Warte. Was zum Teufel ist das denn? Koala Munch? Und das? Hasenohren-Törtchen. Und das? Pilzmonster. Du hast echt einen Schokoladentrip, oder? Was ist mit dir? Bei mir? Oh, lass mal sehen. Ich habe ein Kartoffelsalat-Sandwich, eine Jumbo-Krokette und einige gesüßte Marmeladen. Das ist zu viel Kartoffel. Da liegst du nicht falsch. Ich kann mir aber nicht helfen. Kartoffeln sind beste. Aoi mag gern Schokolade. Aber du solltest es nicht übertreiben. Keine Sorge. Okay, das ist cute. Ich habe Jabba Lays. Tomatensaft. Beste. Lisa! Wir essen morgen zum Mittag Schokolade und Tomatensaft. Hast du es verstanden? Boah, die will mich umbringen. Die hasst Tomaten wie die Pest, ey. Also Tomatensauce ist okay, aber so diese Stück Tomaten gehen gar nicht bei ihr. Problem gelöst. Allein der Anblick von diesen Dingen zusammen sorgt dafür, dass sich mir der Magen umdreht. Miyuki, willst du was? Nein, danke. Aber das ist lecker. Das macht dich richtig seppi und lädt deine Batterien wieder auf. Ich sagte nein. Außerdem habe ich mein eigenes perfektes Mittagessen schon hier, siehst du? Miyuki öffnet den Deckel ihrer Box, um Folgendes zu enthüllen. Wow. Octopus-Hotdogs. Octopus-Hotdogs sind diese kleinen Wiener Würstchen, die unten so einschneiden und dann die Wiener Würstchen unten so also aufbringen, dass sie aussehen wie kleine Oktopusse. Wie in Kaguya-sama. Apfelhäschen. Sie ist der ultimative Kindheitsfreund. Bitte, dass es wie eine normale Lunchbox aussieht. Ihr beide müsst mal in der Realität ankommen. Du hast das ganz alleine gemacht, richtig? Natürlich.
hätte gar keinen Bock, morgens Äpfel zu schälen. Neben der Tatsache, dass ich das voll nicht vertragen kann, hätte ich keinen Bock, morgens eine Stunde früher aufzustehen, um einen Apfel zu schälen und da dann so kleine Scheißhasen reinzumachen, nur damit ich dann irgendwo, was weiß ich, wenn ich in der Schule säßen würde oder so, sagen würde, oh, guck mal, Bruder, ich habe die krass sicken Apple Bunnies. Und dann guckt er mich so an, so, Bruder, geiler Shit. Und dann beißt du so rein, das ist eh in einem weg, das ist gar nicht voll die Chemie, ey. Miyukis Food ist so, ist Miyukis Food. Miyukis Essen ist so süß. Ja. Und wo ist das Problem damit, süße Sachen in mein Mittagessen zu tun? Miyukis Wangen röten sich. Was ist mit euch beiden? Dann korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber du bist es nicht gewohnt, süß genannt zu werden, oder? Vielleicht, aber es ist deine Schuld. Miyuki ist süß, wenn sie wenn sie peinlich berührt ist. Hört auf, mich zu ärgern. Und wenn sie wütend. Okay, nun übertreibst du es. Ah, sorry, mein Fehler. Lasst uns mampfen. Langsam kriege ich auch Hunger. Aber nicht auf Tomatensaft. Was ist los, Aoi? Das ist komisch. Es schmeckt anders. Ist es vielleicht das Haltbarkeitsdatum oder so? Miyuki, gib mir mal kurz die Dose. Ich regel das 100%. Dankeschön. Bitteschön. Jetzt schmeckt sie genau mit dem Flavor, wie du ihn haben wolltest. Nein. Gib mir die Dose, ich schmeiß es jetzt weg. Diesmal schmeckt's besser. Das macht doch gar keinen. Das tut es. Sein scheiß Sabber ist nicht drin. Es schmeckt besser, die Welt muss es wissen. Aois Ton ist überraschend bestimmt. Bestimmt, weil es mit Freunden ist. Freundin? Ich will nur gesagt haben, da habe ich nie zugestimmt. Ja. Aoi sieht ein bisschen traurig nach unten. Mann, da dachte ich, dass die Dinge gerade mal gut laufen würden. Freunde, ihr wisst, dass es noch mehr Leute in der Klasse gibt, als nur die eine, die sie nicht leiden kann. Oder sie könnten auch andere Freunde in den Zirkel nehmen. Ich weiß, dass der Artist nur gesagt hat, dass er 3-4 Leute malt. Aber vielleicht kriegen wir noch einen hin. Einfach nur für unsere Herzensliebe, bitte. Komm schon, Miyuki. Ja, okay. Miyuki rutscht auf ihrem Platz unkomfortabel hin und her. Ich denke, ich meine, die Sicht hier oben ist schon wirklich was Besonderes. Das macht das Essen schon so ein bisschen besser, wisst ihr? Wirklich? Nur ein bisschen. Was ist mit dir, Shinichi? Exzellent. Note 1. Zugegeben, die Dinge sind immer noch ein bisschen komisch zwischen uns. Es ist zu früh, um das Ganze eine Freundschaft zu nennen. Aber das ist der erste Schritt. Und für Aoi ist es ein großer. You and me and her. Und ich glaube, wir kommen jetzt zum Cliffhanger dieser Episode. Ich bin sehr gespannt. Das ist gerade viel zu gut. Irgendwas muss jetzt passieren an Scheiße. Und wenn das kein perfekter Cliffhanger ist, Freunde, dann weiß ich auch nicht. Wir könnten jetzt aufhören, aber das war doch langweilig. Nachdem wir unser Essen beendet haben, haben wir noch den Rest der Pause oben auf dem Dach verbracht. Lunch beendet, Lunch oben verbracht. Ja, ich bin komplett voll. Ich auch. Nun dann, lass uns mal an unserem Englisch-Hausaufgaben. Moko? Power wird leer. Ihr wisst, was das heißt. Oh oh, stirbt deine Batterie gerade? Hör auf damit, du hast noch nicht für deine Hausaufgaben gelernt, oder? Lernen verbraucht eine Menge Batteriepower. Das ist zu schwer. Jetzt übertreib nicht, hey. Schläfst du gerade ein, Missy? Vielleicht
solltest du ein bisschen Kaffee trinken, um dich wach zu halten. Kaffee sorgt dafür, dass ich pinkeln muss. Wie alt bist du? 5? Okay, was das ist bei uns übrigens Eistee. Was für andere Optionen gibt's denn? Keine Ahnung. Das hier. Aoi zieht etwas aus ihrer Tasche. Ist das eine Haarspange? Sie sieht ein bisschen geschmolzen aus. Aoi hat das benutzt, um sich wieder aufzuladen. Steckt das in einen... Okay, steckt das in einen Wandsockel und also eine Steckdose. Und tu das nie wieder. Aber es hat mich direkt aufgeladen und... Nein, wirklich, bitte nicht. Also mit einer Haarspange meinen die so einen Bobby-Pin. Also hier diese Haarpins mit diesen beiden Dingen. Und die hat sie in die Steckdose gesteckt, dann natürlich einen Schlag bekommen und das hat sie wieder aufgeladen. Also bitte tu das nicht. Kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, habe ich mit 8 gemacht, ist nicht toll. Kann ich kämpfen, ich lebe noch, also ist nicht tödlich anscheinend. Aber meine Finger haben gebrannt wie Scheiße. Also nicht mit als wenn ich Todoroki wäre, aber wirklich so, hat sich wirklich in die Haut reingebrannt. Das sieht man nicht mehr, aber war schon krass. Kann ich nicht empfehlen. Im Endeffekt sorgst du dafür, dass ein Kurzschluss da ist und dann springt die Sicherung raus. Also kann nicht krass viel passieren, aber es ist schon nicht die tollste Sache der Welt. Es ist heiß. Naja, es ist Sommer, ne? Willst du zu Kurakami? Was ist Kurakami? Kurakami Electronics. Das ist ein Laden direkt die Straße runter von der Schule. Sie verkaufen dort auch Eiscreme. Ich gehe da ab und an mit meinen Freunden nach der Schule hin. Mit deinen Freunden? Aoi schaut rüber zu Miyuki. Miyuki, willst du, dass wir uns Eiscreme zusammen... Bitte? Beruhigt euch. Das ist nix. Beruhigt, vergiss es einfach, Miyuki, okay? Miyukis Gestarre ist... so böse, dass ich mir nicht helfen kann, als einfach nur in die Situation zu springen, um sie zu entschärfen. Shinichi? Miyuki schießt Funken aus ihren Augen. Ich denke, du hast sie ein bisschen angepisst. Womit denn, dass sie einfach nur gesagt hat, ey, willst du auch mitkommen? Böse, ganz böse. Vielleicht der Part, wo du... Oh, stimmt! Sie hat sie wieder Miyuki genannt. Sie darf sie ja nicht beim Vornamen nennen. Also sie soll's nicht. Wie wär's mit dem Part, wo du sie wieder Miyuki genannt hast, obwohl sie dich 1 Million Mal gefragt hat, das nicht zu tun? Das gesagt, verstehe ich das Gefühl. Verstehe ich, dass da... Das gesagt, habe ich das Gefühl, dass da ein bisschen mehr dahinter ist. Als einfach nur, dass sie Miyuki genannt hat. Komm, die Eiscreme will ich noch im Tütchen haben jetzt. Aber ich glaube, das wird heute nichts mehr. Boah, ich bin satt. Ich auch. Die Szene hatten wir gerade schon. Chotto, mate. Moment. Die Szene hatten wir gerade. Nun denn, lass uns mit unseren Mathehausaufgaben. Batterie ist zu leer. Lass mich raten, du musst dich aufladen. Hey, ich hatte ein Gefühl, dass es passieren wird. Als sie spricht, zieht Miyuki etwas aus ihrer Lunchtüte. Dieses Geräusch, dieser Geruch, das Kaffee. Willst du's? Aoi kann es haben. Nur wenn du versprichst, dass du deine Hausaufgaben machst, indem du es getrunken hast. Es ist doch jetzt gerade kein ganzer Tag vergangen, oder? Ist es jetzt gerade, weil ich konnte das nicht ausmachen, weil normalerweise haben wir wirklich den Zirkel, wo wir schlafen gehen. Aber das wirkt jetzt so, als wenn er kurz einmal nach hinten geskippt ist und sich ein anderes Szenario gerade vor uns abspielt. Okay. Deal. Eine Dose Yaba Lays wird mich sofort wieder aufladen. Was ist denn das für ein fieser Ausdruck bei ihr? Trink den Tomatensaft, Kind.
Perfekt. Miyuki gibt ihr die Dose. Glübbe, glübbe, glübbe. Aoi trinkt alles mit einem Schluck. Genauso wie beim letzten Mal. Sie hat er hat gerade gesagt, beim letzten Mal. Und nicht bei den letzten Malen, oder? Moment. Just like last time. Und nicht like last... The last times. Das heißt, wir sind gerade zurückgesetzt worden. Du liebst wirklich deinen Tomatensaft, oder? Aber das sorgt ja wieder dafür, dass sie das schon vorher wusste. Ist es jetzt ein Zeitsprung oder nicht? Es kann natürlich auch sein, dass das Lost in Translation ist, ne? Deswegen. Willst du auch was? Was? Ich? Nein. Sei nicht schüchtern. Nimm welchen. Naja, was das angeht. Magst du keine Tomaten? Ich fühle mich einfach nicht so, als müsste ich es trinken, okay? Um fair zu sein, sie hat auch Tomaten in ihrem Lunch bereits. Komm schon, wirf's nicht um, bevor du es nicht versucht hast. Ich hab's nicht umgeworfen. Was auch immer, lass uns jetzt mit unseren Hausaufgaben anfangen. Dann viel Spaß. Du machst es auch, Mister. Es müsste derselbe Tag sein, das war doch jetzt... Oder war das einfach nur später und sie hat ihr extra noch eine Dose mitgebracht und ich habe diesen Zeitsprung gerade einfach nur verpeilt, weil das ein bisschen komisch war. Wir gehen davon aus, dass kein Zeitsprung passiert ist. Also ein Zeit-Rollback aufgrund des Spiels. Wir machen einfach normal weiter. Es wirkte nur wie der übelste Zeitsprung. Okay, wir machen jetzt wirklich Tageszeitsprünge. Sprich, wir springen von dem Tag zu dem zu dem. Weil diesmal sagt sie, dass sie was anderes zum Mittagessen hat. Ich habe ein ganz viel Kuchen heute mitgebracht. Wozu hast du das alles gekauft? Sie hatten keine Sandwiches. Red weiter so und Miyuki würde dich den Kopf kürzer machen. Richtig, Miyuki? Der Blick in Miyukis Augen zeigt, dass sie mich zur Guillotine ziehen will. Sie ist verdammt ernst. Miyuki, mega, bidi bidi. Miyuki, deine Augen sind zappy. Bist du wieder böse auf uns? Ich bin nicht böse. Reden wir bei einem Déjà-vu. Es fühlt sich an, als wäre das an anderen Tag auch passiert wäre. Oh, das ist richtig. Sie ist wütend darüber geworden, dass Aoi sie zu Eiscreme eingeladen hat. Hey, bist du vielleicht auf einer Diät? Es tut mir leid, gibt es ein Problem damit, dass ich mein Gewicht managen will? Es ist viel wütender, wenn sie mit diesem perfekten Ton der Stimme so redet. Es tut mir leid, ich will nicht zickig sein deswegen. Mir ist die baldige Aufführung echt wichtig. Ich will natürlich auch auf meine Figur achten. Miyuki, darfst du keine Süßigkeiten haben? Nenn mich nicht... Okay. Miyuki steht ganz spontan auf, die Hand in der Luft. Was zum Teufel machst du da? Sie hat ihren ganzen Kuchen vom Dach geworfen. Die Tüte fliegt in einem perfekten Bogen durch den Himmel und verschwindet dann aus der Sicht. Weißt du, wie verschwenderisch? Aoi wird's nicht essen. Aoi wird deinen Schmerz teilen. Dafür sind Freunde da. Wie ich schon sagte, wir sind keine... Miyuki seufzt und schüttelt ihren Kopf, aber sie lächelt. Naja, was auch immer. Freunde, ihr habt sehr viel Glück. Ich finde keinen Cliffhanger, also keinen guten, weil das alles viel zu wholesome ist gerade. Und deswegen lasse ich euch auf dieser Note. Wir sind von, die beiden können sich absolut nicht leiden, zu sie essen zusammen und fangen an, sich so langsam an zu freunden. Und ich glaube, dass da gegebenenfalls irgendwann Machtverhältnisse reinkommen. Weil ich glaube, dass Miyuki denkt, dass sie einen Anspruch auf uns hat, weil Aoi einfach nur so in die DMs geslidet ist und sie ja schon die ganze Zeit da war.
Wann das passieren wird, weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall heute sehr, sehr große Schritte in Richtung weiterem Vorgehen gemacht. Und ich freue mich, dass wir so langsam als Gruppe zusammenwachsen. Das ist wholesome. Und das wird cool. Von daher, wir sehen uns in 2 Wochen wieder, wo es weitergeht. Nächste Woche geht es dann mit Clock Tower. Da haben wir aber auch nur noch 2, maximal 3 Parts. Und ich glaube, es wird sehr bald mit Honeypop losgehen. Von daher, Visual Novel-mäßig geht's bald richtig durch die Decke. Nichtsdestotrotz gibt es auch noch Horror. Das habe ich ja zum Beispiel mit Murder aus in der Mitte gemacht. Und wir machen auf jeden Fall noch Resi 2 weiter. Also von daher, ich mag das Ganze so ein bisschen gut gemischt. So eine schöne gemischte Tüte ist immer beste. Von daher, haut rein, schönes Wochenende euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.